So, wir haben uns ja letztes Mal den Laden von Mert angeschaut. Der hat ja gezeigt, wo noch, ja, wo alles noch nicht fertig war, wie es drin aussieht. Jetzt scheint alles fertig zu sein, die Eröffnung. Schauen wir auf jeden Fall mal rein. Let's go. Servus Leute, es ist soweit. Ging relativ schnell. Ihr seht, Boxerschnitt. Der Laden heißt Boxerschnitt. Wie soll der auch anders heißen? Kommt mal besser rein. Ihr seht die ganzen Getränke hier, ein paar Süßigkeiten. Die Eröffnung ist schon am Mittwoch. Wir haben es geschafft. Wir haben richtig Gas gegeben. Das ging echt schnell, also muss man schon sagen. Natürlich, man will auch so schnell wie möglich immer eröffnen. Natürlich Zeit und Geld, dass alles verloren geht. Mein Bruderherz hat auch richtig Gas gegeben. Wir haben alle hier angepackt. Die ganze Familie, Drinos Familie, meine Familie, um für euch den Laden am Mittwoch, das ist der 5., ne? Den 5.2. diesen Mittwoch, also sozusagen morgen Dienstag, übermorgen eröffnen wir. Ich werde ab 14 Uhr hier sein. Der Laden ist aber schon ab 10 Uhr morgens geöffnet. Die ganzen Getränke sind für euch als Begrüßung. Ich habe noch eine geile Idee. Ihr seht, hier sind schon meine kleinen Mert Juniors. Ich habe noch Geil, 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 geil. von der ersten Box Kundeskönig habe ich noch ein paar Juniors übrig gehabt. Ja, das ist gerade noch alles ein bisschen Baustelle. Wir machen das alles so sauber. Seht ihr das? Ich dachte, er hat nur die paar, die im Regal stehen, aber das ist ja doch noch ein paar mehr. Seht ihr diese kleinen Chalices für jeden Kunden. Aber diese ganzen hier ist ein Geschenk für die ersten Kunden. Jeder, der sich hier die Haare schneiden lässt, kriegt einen Mert Junior auch noch geschenkt. Geil. Deshalb kommt vorbei, wir machen Fotos, Autogramme, nimmt Stifte mit oder ich sorg mir ein paar Stifte. Kommt vorbei. Mittwoch ist die Eröffnung, ab 14 Uhr bin ich hier. Silo ist auch hier, Drilon ist auch hier. Kommt vorbei, ich würde mich auf euch freuen. Ihr seht, ich habe nicht geblufft, wir haben es geschafft. Nice, nice, freut mich auf jeden Fall. Ich denke, der wird auch noch bei der Eröffnung einen Vlog oder so raushauen. Den ziehen wir uns natürlich dann rein. Ich denke, der Laden wird platzen, sage ich euch ganz ehrlich. Bei so einer Eröffnung, da platzt der Laden immer. Egal bei wem, ob das jetzt bei Dardans Laden ist oder sonst bei wem. Geschafft, den Laden aufzubauen. Ich freue mich auf euch. Mittwoch. Achso ja, die Adresse. Dominikusstraße 44 in Berlin-Schöneberg. Für die Kids, die keinen Führerschein haben, direkt S-Bahnhof Schöneberg, war? Ja. S-Bahnhof Schöneberg ist hier direkt rechts von uns. So vielleicht 300 Meter. Direkt S-Bahnhof Schöneberg. Wenn ihr aussteigt, 300 Meter nach links. Und dann findet ihr den Laden. Boxerschnitt. Kommt vorbei. Killer, ich höre. Aber freut mich. Aber die haben es echt relativ schnell auf die Beine gestellt. Wann haben wir das Video angeschaut? Nicht mal 2 Wochen, oder? So in 2 Wochen den Laden hinzubekommen, schon stabil. Natürlich werden die einen oder anderen natürlich angepackt haben. Locker 10 Leute werden da dran geschafft haben und dann geht es auch. Nice, nice. Ich würde sagen, wenn du den Vlog raushaut, den ziehen wir uns auf jeden Fall rein. Killer. Gut, aus Berlin kommen wir natürlich nicht. Ich bin aus Stuttgart, deswegen.